Fußball, genau. Madame. Ja, also ihr macht da richtige Wochenenden. Ja, oder zwei Tage innerhalb der Woche mit ein bisschen Planung, halt, dass die Jungs sich Urlaub nehmen. Ja. Das ist halt immer schwierig, am Wochenende, gerade in der Offseason, halt eine komplette Halle mal anzumieten. Ja, ja, natürlich. Und der große Sponsor mit dem M kommt uns da immer sehr gelegen. Ja, genau. Aber ich finde es super. Also wie gesagt, wir müssen unsere Anfänger und unsere fördern. Neuansteiger auf jeden Fall in müssen Deutschland. Wir fördern, weil wir werden alle nicht jünger und wir brauchen Nachwuchs. Und das finde ich immer super, wenn die Teams ihren Nachwuchs fördern. So. So, es geht weiter. Hier links die Roosters, einmal Seitenwechsel, auf der rechten Seite Brandon. Okay. Alles, da geht der erste sind auf Branded Seite Branded leider. Branded hat G1, sie sind schon in der Snake, Branded. So, die Roosters. Dann schießen sie den nächsten wieder in die Snake 2 rein. Chimo, der hat da Engie. Ist er. Der ist safe. Er ist safe. Er ist safe. Der Referee schaut ihn sich ganz der genau hat da an. Er hat Engie das Fenster und, Branded hat es noch nicht gemerkt, dass er da hier. Da gut der durchkommt. Er schießt jetzt, probiert den Snake-Einspiel auf Branded-Seite. Ja, der Center, der schießt sie auf die Snake. Genau, da kann er leider nicht viel machen im Moment. Nee. Und er macht sich klein und flach und Roosters, die lösen hier auf in den Corner. Kommt jetzt Rückendeckung der Snake-Spieler. Hier die Roosters im ersten T-Pack. Branded wollte nach vorne gehen, wurde aber dabei getroffen. Das nächste Spieler und hat einer das Handtuch geschmissen. Handtuch? Bei Branded das Handtuch wurde raus. Geschmissen? Ja. Ja. Das Handtuch wurde geschmissen. Genau. Ja. Das Handtuch wurde geschmissen. Ist in vielen also Situationen sagen, sehr, sehr